fertig Marmormuffins. Dazu brauchen wir Mehl, Backpulver, Zucker, Vanillezucker, Eier, Wasser, Milch, Öl und Backkakao. Ich werde alle Zutaten bis auf den Backkakao im Mixtopf geben und dann 25 Sekunden auf Stufe 4. So, jetzt werde ich 3/4 des Teiges umfüllen. So, der Teig ist jetzt umgefüllt, 3/4. Und nun werde ich den Backkakao zu dem restlichen Teig geben und dann nochmal 8 Sekunden auf Stufe 4. So, nun werde ich jetzt den hellen Teig in der Muffinsform, ich habe schon Papier reingetan, Muffin, und werde jetzt dann bis zur Hälfte den hellen Teig einfüllen und anschließend immer einen Teelöffel vom dunklen obendrauf. Also ungefähr 2 Esslöffel in jeder Form rein. So, jetzt habe ich den hellen Teig schon verteilt und nun werde ich dann immer einen Teelöffel nehmen und oben drauf setzen und später dann noch mit der Gabel etwas durchziehen. So, jetzt habe ich die dunkle Schokolade oder den dunklen Teig auch drauf getan und jetzt nehme ich eine kleine Gabel und werde vorsichtig nur kurz bisschen, dann kommt die Marmorierung dadurch zustande. So, nun habe ich alles fertig und den Ofen habe ich schon vorgeheizt auf 200 Grad und ich werde es jetzt reinschieben für 20 bis 25 Minuten. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn die fertig sind. So, die Muffins waren jetzt 20 Minuten im Backofen. Jetzt lasse ich etwas abkühlen und später nehme ich sie dann raus aus der Form und werde sie dann mit Puderzucker etwas bestreuen. Wer es möchte, kann auch mit Schokoglasur machen. Wenn es euch Spaß gemacht hat, dann Daumen hoch und abonnieren. Bis bald. Tschüss.